Fähigkeit, ich brauche keinen Skin. Deswegen hast du dir auch einen Vanguard-Skin gekauft. Aus Versehen. Aus Versehen, Habe ich aus der Kiste. Ja, möchtest du das eigentlich weiß machen? Ich hab drei Legendaries aus der Kiste. Kennst du diesen Schlittenfahrer Corki? Ja. Blackfrost Anivia und Pool 2 Kater neu gekommen. Machst du einen Schuss, kriegst du Doppelschuss und dann macht deine Q direkt mehr Schaden. Moment mal, wo ist mein Item? Hallo? Da ist es ja. Auf geht's! Dark Seal! Hast du das gepinkt oder wer pinkt das gerade? Aufnahme? Ja, ist Aufnahme. Ich habe das einmal am Anfang gepinkt. Und wer hat's anschließend gepinkt? Ich. Das waren deine afrikanischen Warlords. Funktioniert Press the Attack auf die W von Urgott? Ja. Sehr broken. Ich hab einen Freund, der spielt öfters Urgott. Ich hab den gestern gespielt, der meinte, ich soll das mitnehmen. Ist ja komplett busted. Urgott ist so dumm. Urgott ist so ein dummer Champion. Ich muss einfach nichts machen. Ich bin einfach reingedasht, hab W gedrückt. Was? Hast alles getötet. Ich kann nur stehen bleiben. So ein dummer Champion. Wenn du Early Game vielleicht mal vorbeikommen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Brauch die Schuhe, dann kann ich's machen. Weil man braucht Schuhe für Predator. Dann werden deine Schuhe so zu aktiven Items. Ich weiß, ich habe schon mal einmal Predator gespielt. Mit Nocturne. Auch auf Ekarim. Mit Nocturne. Denkst du, Electrocute ist besser auf Nocturne oder? Ich glaube schon. Das ist ja auch ein Assassin. Ich meine, du hast ja schon einen ziemlichen Gap Closer. Schau mal, siehst du das bei Six? Das waren zwei Qs. Geile Laning Fish. Es ist zwei dummer Champion geworden. Okay, es war schon immer. Und am Anfang war er wenigstens scheiße früher. Nö, jetzt nicht mehr. Holy shit. Scorch ist an sich immer so übel behindert, außer den Poke-Abilities. Einfach so viel Schaden. So, auf Vladimir habe ich das mitgenommen, ey. Konnte aber nichts machen. Ich habe den einfach durchgehend gequeued, der war einfach tot. Machst du nix? Da machst du nichts. Man kennt ihn. Ich müsste viel CS hier. Six ist sogar noch relativ gut im Early gegen Kasadin. Ja, ich komm mit. Ja, der ist fast tot. Trotzdem fehlt der voll aggressiv irgendwie. Tot. Junge, Scorch. Ja. Oder war das Airy? Nee, es war glaube ich. Die macht nicht so viel Schaden. Scorch. Mann. Scorch war's. Der Scorch ja, war's hier. Scorch, ja, ich wollte es auch sagen. Ja, der Scorch hier. Kennst du nicht? Ist aber Power. Jeden Tag. Oh, geh mir weg damit. Das ist richtig widerlich. Genauso wie Jin. Jin ist ein toller Champion. Kappa. Ja, ja. Am besten ist er natürlich immer noch im Wasser. Wasser ist am besten. Zähneputzen ist auch am besten. Zähneputzen ist immer gut. Und abends, bevor er schlafen geht. Da gönnt er sich richtig. Das ist, glaube ich, so ein Lifehack, den habe ich gerade herausgefunden. Vielleicht sollte ich ja Lifehack-Videos auf YouTube hochladen mit meinen 8 Abonnenten. Zähneputzen. Also, meine 8 Abonnenten würden sich das bestimmt angucken. Ich wette, wenn ich ein bisschen YouTube mache, kriege ich mehr Abonnenten als Simon.
Das ist eine Kunst. Ja, er lädt auch so viel hoch. Ich weiß es nicht. Ich finde, am besten finde ich immer, er hat immer so eine Phase, wo er viel hochlädt und dann kommt einfach so ein paar Monate nichts und lädt er wieder viel hoch. So kennen wir ihn doch. Das ist am besten. Oder manchmal hat er so Phasen, wo er so übel viel streamt und dann streamt er mal wieder überhaupt nicht. Das kenne ich auch von mir. Aber bei dir ist dann aber eher, streamt überhaupt nicht, oder? Ich mach das nach Lust und Laune, kennst mich doch. Du hast Lust auf irgendwas? Nein. Ich sowieso nicht. Dafür wirst du erstmal gepinkt. Ich hab das nicht mal gebannt bis jetzt. Nein, kann man richtig gut mit Spamping so laut. Natürlich benutze ich das nicht dafür, natürlich benutze ich das nur zur Kommunikation. Ich glaube, man muss erstmal backgehen, der 6, ansonsten wird er gleich sterben. Vielleicht liegt das auch drauf an. Ich glaube, er legt es drauf an. Ist 6 hier? Ja, er hat es tatsächlich drauf angelegt. Wie low war der? Nicht so low. Kommst du? Ja, ist schon Ordnung. Komm weg. Außer es kommt ein Astral Ultimate oder ein Kartus Ultimate, je nachdem, was sie haben. Komm. Bekommst du nicht, oder? Nee, ist tot. Eine Skala von 1 bis 10, wie fühlst du dich gerade? Exhaust fühle ich mich. Der Klassiker. Ich hasse diesen Summoner-Spell. Ja, wieso existiert der Sassen, warum? Der ist schon ziemlich broken, wenn man so überlegt. Was macht der nochmal? Macht der nicht. Verliert man nicht sogar Rüstung oder so eine Reißen? Ja. 30% weniger Movement Speed macht einfach 40% weniger Schaden. Früher hast du sogar Attack Speed verloren, aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Die ist einfach zu gut für mich, glaube ich. Die Leona, ja, die hat auch played. Ja, sie hat D gedrückt. Der Tower hat, glaube ich, dir ein Drittel des Schadens gemacht, kann das sein, mindestens? Ein Tower-Schaden habe ich gefressen und die Minions. Minions muss man auch nicht vergessen. Deine afrikanischen Warlords. Ey, Kindersoldaten. Wieso haben nicht drauf geachtet, was auf dem Map passiert? Gehst du mal top? Boah, Alter, als ob ich schon Level 7 ist. Ah, unser Auge doch, so. Ich bin schon Stufe 8. Check's ja auch. Ich hack ja auch. So kennt man von Zed. Immer am Hacken. Ich glaube, diese Season spiele ich fast nur Kazadin, falls er nicht genervt werden sollte. Aber könnte durchaus der Fall sein. Kazadin mein. War ich schon letzte Season. Season habe ich so viel gespielt. Nee, fand ich die Wars mal voll langweilig. Ich mache so viel Schaden mit diesem Champion. Durch zwei Spells, ein Drittel Life weg. Trifft das? Trifft das? Nein, trifft nicht. Oh mein Gott. Bad. Schade. Close one. Ey, das fühlt sich. Was ist denn los mit mir? Brauchst du Hilfe? Nice. Ich hab einfach gespielt. Ich hab noch Ulti. Komm.
Sehr schön. Hat sich gedacht. Dachte, er könnte mich auch playen. Der dachte wahrscheinlich, ich würde mit dazu kommen. Der Six ist Diamond, mindestens. Mindestens Diamond. Ist aber auch immer nur die 4 zu OP im Gegner, so. War 4 zu heil, ja. Absolut. Hier, siehst du, wie heil hier noch? Sicherlich Challenger. Der macht das extra, damit er dich gut fühlt. Dass ich mich gut fühle, deswegen. Und im Late Game zerstört er uns. Komplett runterrasiert. Naja, ich spiele seit ungefähr 3-4 Tagen mit einem erhöhten Ping von 80, also ja, ist gerade bei 70 in etwa. Aber. Telekom? Entweder das oder es liegt an meinem LAN-Kabel. Vielleicht soll ich das mal ersetzen. Deutsche Telekom, ja. Deutsche Telekom ist ja noch das Beste von den ganzen Krankheiten, die man Anbieter also nennt in Deutschland. Ich hab O2 und ich hatte noch nie Internetprobleme. Ich dachte schon, Unity Media sagst du jetzt. Unity Media ist ja noch schlimmer. Unity Media habe ich auch. Das ist ein richtiger Verbrecher. Ja. Kacke. Ich benutze auch nicht den Anschluss. Wir benutzen diesen Anschluss. Handy. Na gut, Normand. O2 ist so eine Flatrate. Hätte ich das nur gedacht? Ja, also 900 GB oder so. Ich glaube, nach dem Game wird der Six erstmal so eine richtige Abneigung gegen Kasalin haben. So ein Trauma. Ich wäre für immer gebannt dann. bis zum Ende League of Legends. Mindestens. Ja, ich würde mal sagen, er wurde gewonshottet. Viel Wort. Ich kenne Spaß mehr am Leben. Wir pushen Mitte. Wir nehmen Tower. Phil Six hat gerade Botling geultet. Bart, du schaffst das. Wieso hast du nicht einfach den Tower gemacht? Ich dachte, dass du ihn so schaden musst. Warte, AP-Champ jetzt machen. Wie viel Schaden an Turrets? Ja, wir haben es geschafft. Brauchen Hilfe. Ja, geh du am besten mal Botlane oder ich mach's. Ich will erstmal Base. Spectate nur, so wie ich das im letzten Game. In diesem Game auch. Ich kaufe Major. Ja, du bist wahrscheinlich der bei Riot Games immer die ECS-Spieler spectated. Ganz richtig. Gut erkannt. Den kannst du auch so gut. So, jetzt brauche ich mehr Feed. Kills hast du denn? An 3? Ist ja gar nichts. Der Herkum hat mir ein paar Kills weggenommen. Ich werde gepinkt. Was? Ich werde von dir gepinkt. Ich niemals. Warum auch immer. Von mir? Nee, das war ich nicht. Ein Bug. Alter, ich hab das nicht gemacht. Das sagen sie immer alle im Nachhinein. Ich würde dich doch niemals pingen. Alive. Nein, ich bin nicht alive. Wieso kann man überhaupt Teammates pingen? Ich verstehe das nicht. Ob das irgendwas bringt. Ist es überhaupt möglich, mit Urgot die Lane zu verlieren? Er hat sie noch nicht verloren. Ist geswappt jetzt, ne? Ja. Ich komm bottom. Schau, mein Freund. Du bist gestorben? An wem?
Dem Ogre helfen, aber also irgendwie nicht so Bock mitzuhelfen. Hat jemanden bekommen hier? Wäre exhausted. Ist alles in Ah Ordnung. nein, er hat den immer mit seiner Ulti zerschreddert, also. Ich geh erstmal Base. Die Cookies brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich werde einfach mal usen. Für das zusätzliche Mana, das man erhält, bekommt man ja 40 pro Cookie. Permanentes Mana. Bei jedem Cookie, den man nimmt, also ein Cap. Das sind 4 Cookies, die du erhältst über 12 Minuten und für jeden Cookie bekommst du 40 Mana. Weiß OP. Botlane, Toplane, sollten wir mal rotaten. Komm mal mit dann. Was? Bereit? Dann nimm den mal. Ich glaube, der will nicht mehr spielen. 1-5. Schon reinböllern. Da ist noch Fiddlesticks. Mein Predator wieder ab. Geh mal weg. Fiddlesticks und die anderen Pappnasen. Pappnasen. Richtige Pappnasen. Ich push nicht mal weiter, oder? Ja, ich würde mal sagen, denied. Ich push weiter. Warum haben die... Helfe meinem Team. Papa, ich habe eigentlich nur einen Kill gestealt. So möchte ich das sehen. Der hätte mich sogar gepinkt. Killsteal! Was machst du da? Noob-Jungler! Immer diese Jungle, wer spielt schon Jungle? Sowas braucht man gar nicht. So wirklich, Jungler, total überbewertet. Black Crap. Ich glaube, es ist nur so eine Erfindung von der USA oder so. Von Douglas. Douglas the Dragon. Botlane. Ja, immer diese Botlanes, Kappa. So, jetzt gehe ich auf das Item hier. Wer pinkt mich die ganze Zeit hier? Du, immer noch. Nein, ich hab das nicht. Are you kidding me? Ich hab mir hier das hier gekauft. Ich kann gar nicht gepinkt haben. Tja. Sei die Botlane, safe. Wenn ich pinge, dann mach ich's auch so, dass man sieht, so. Toplane wird immer noch gepusht. Und die Leon awarded. Dann nehme ich mal den Farm an. Ich habe 25 Stacks auf dem Magis. Gar nichts. Die AP hast du? Bei Kassin kommst du nicht unbedingt aufs AP an. AP ist ja gar nicht. Ah, Nomad. Also in Midlane. Ich würde mal sagen... Auf die Lauer kommt hoch. Wo kommst du denn?
Bitte? Unser Team macht gerade nicht viel, kann das sein? Tötet dir mal. Komm dazu. Ich glaube, er ist am Trollen. Geh weiter, weiter, weiter. Ja. Cooler Champ, Mate. Sollt ihr mich töten? Nein, du kannst nicht töten. Doch, kannst du. Du kannst vielleicht doch töten. Wie es aussieht! Der Exhaust. Bin ich jetzt gepinkt? Ich hab grad so viel Stacks verloren. Verdient. Ja, glaube ich auch. Da geht der Bart erstmal auf K. Hat keinen Bock mehr. Ja, 10 Glories verloren. Warum gibt's nicht mehr das Schwert zu erkulten? Beste Seite. Das hast du miterlebt? Ich hab Season. Mit Anfang, Mitte Season 4 angefangen. Fast Season 3. Und wir sind gerade in Season 8, oder? Pre-Season 8. Ja, doch schon etwas länger, dieses Kackspiel. Hinter der Ash. Die Ash passt irgendwie auch gerade nicht auf. Cancer Player, guys. Yes. Was macht die denn da? Oh. Will ich jetzt nicht so unbedingt drin stehen. Das ist echt eine coole Fähigkeit. Erstmal geschreddert. Ja, die macht noch relativ viel Schaden, obwohl sie relativ breit ist. Ja, unsere Botlane ist nicht gerade die beste. I understand that, I don't understand this. Ne? Beim Kopf behalten. Tat von Martin Luther. Genau das hat er gesagt. Reformation. Das war seine These. I don't understand that. Kirche, I don't understand that. Papst, I don't understand this. Da hat der Papst keinen Bock mehr gehabt. Hat dann direkt den ausgeschlossen, den vogelfrei erklärt. Den exkommuniziert, ey. Sie, Herr Luther, sind vogelfrei. I don't understand that. I don't speak English. Russian only. Kann ich einen Top-Lan töten? Nehmen wir mal, das ist auch Elowi. Ich will den töten. Tut den mal. Boy. Teamwork! Ekare besonders nice. Könntest du so mit dem Teabang? Ich glaube, da kommt gleich Elaoi runter mit Lucian. Wo hält mir Botlane? Ist der noch da? Ja. Ich habe keine Wort. Machen wir Drake? Er braucht nicht mal einen Jungler. Siehst du? Absolut unnötig. Ist echt so. Jungler? Was ist das? Hab ich noch nie gehört. Ich glaube, in Area 51 irgendwie so ein Experiment oder so. Ganz ehrlich, ich finde Morellos auf Kassadin so broken. Du bekommst ja wieder für jeden Kill, den du erhältst, 20% des Maximum Mannas, das du hast. Alter. Nerven mich, glaube ich.
Ich komme kommen jetzt vor, da haben die den Cooldown von. Haben die den Cooldown von dem roten Ding hier irgendwie runter gemacht? Ich geh mal hoch. Sehen wir drinnen. Unsere Bottom wurde, glaube ich, komplett rausgenommen, kann das sein? Ja. Ja. Ach, hat er immer einen Farm. Please don't hurt me. Wo ist er hin? Hast du überlebt? Ich hab's überlebt, ich bin Gott. I don't understand that. Wie habe ich das überlebt? Irgendwie kommt mir das vor, als müssten wir finishen, weil wir machen. Ja, ja, das Problem ist einfach, unsere Teammates, die wissen. Okay, die Botlane schon eher als die Toplane. Der Toplaner hat ein sehr merkwürdiges Itembild. Aber ansonsten bin ich relativ zufrieden mit der Runde. Die Bälle doch. Mal gesmited. Ich muss mal um Birdland spielen, wenn zum Beispiel der Lucian wieder die Ash abholen möchte. Verstehst du? Das versucht er wahrscheinlich dann. Alle Birdland. Wo ist er denn? Oder ich probiere einfach mal den Midlane 6 zu kriegen. Könnte ich hier gebrauchen. Ich komme. Kommst du davon? Ich komme dir entgegen. Rein. Dein Ernst, oder? Unsere Teammates sind so heavy. Kann man nicht carryen, ist zu schwer. Ja gut, das war auch nicht die beste Aktion von mir, aber trotzdem. Ah, der... Wenigstens haben wir Lucian bekommen. Eben, wenn die... Wenn er stirbt, alles worth. Ja. Du müsstest eigentlich nur mich protecten. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ash kann gerade aktuell keinen Damage verursachen. Oder wir müssen Split pushen, darauf hoffen, dass die Gegner nicht darauf reagieren. Ich nehme mal Blue Buff kurz. Ich habe mich Stufe 16. Because I don't understand that. I don't understand this. I don't understand that. Stufe 16, sehr gut. Eine Sekunde cool und auf Ulti habe ich gehört. 1,8. Was bilde ich denn? Ah, oh, come on, ich hab gefailt. Ich hab mein E in die falsche Richtung gesetzt, ansonsten hätte ich ihn früher killen können. Mein Gott. Und dann kommt der Fiddlesticks 4, was ein toller Spell ist. Oh, I love it. I love it so much. I don't care. Wo bist du eigentlich gerade? My Jeff. Guter Klopptick. Ah, Ash hat jemanden bekommen. Töte den mal, den Phil 6.
mein Leben. Was? Ich hab Lianen Stab, ich bin voll equip. Nach 30 Minuten bin ich voll equip. Ich weiß nicht, warum ich Teleport mitgenommen habe. Tötest du den? Pass auf. Ja. Garnier mal. Red Buff für Life Rack. Das Problem ist, die haben so viel CC, Bro. Exhaust. Aber ich kenne Lucian. Das kann ich gerade nicht halten. Das töte die bitte alle. Ah, wieso ist mein Team? Alter. Lauf weg. Oh, mein Team. Meine Abonnenten, so kenne ich sie. Die Abo-Gamer, ich gehört. Ja, jetzt ist das Custom Game, ist kein Custom Game mehr wie gerade. Ich würde gerne wissen, was die Gegner sind. Was willst du denn aufgeben? Was bist denn du für ein Knecht? Nur weil du 3-9 stehst und keinen Impact hast aufs Game. Du bist eigentlich so squishy, der ist der bildet 50 Millionen Leben. Ja, der bildet irgendwie schlecht. Meine Black Cleaver und Frozen Mallet sind ja noch. Hätten die da jetzt nicht Easy Baron machen können? Das wissen die doch nicht in der Elo. Psst. Keine LCS hier. Mann, ich habe jetzt nur 9 Stacks auf Majors. Weil meine Teammates wie Papier sind. Ich bin kein Papier. Ja, du nicht. Der Beste. Was? Ich will der Allerbeste sein. Pokémon. Leona und Philistix, die wissen etwa zu protecten. Das ist das Problem bei uns. Ach stimmt, der Lianstab wurde gebufft. Oh, kann man den nicht kriegen? Fuck mal. Eieiei. Stirbt halt auch nicht. Der Wichtigste ist gestorben. Der Six. Ja. Perfekt. Ich glaube, es soll hier wirklich noch. I believe in it. Carry me that. Hier kommt das Horse. Fette! Wie tanky die einfach neu ist, obwohl ich. Carry me that. Ich werde immer gewonshottet, ja. Der Fiddlestick ist das hauptsächlich das Problem mit seinem AOE-Schaden. Halt Lockdown. Der 6 war eigentlich komplett out of game. Das ist hier die Sache.
Eloy Stufe 18. Verstehe ich auch nicht ganz. Warum die Stufe 18 ist. Naja. Gut. Naja. Was soll man dazu sagen? Darf er das? I don't understand that. Ich auch nicht. Bullshit. Aber ich glaube, die Gegner sind schon ein bisschen höher. Also jedenfalls der Lucian. Der tut mir jetzt. Der ist nicht so intelligent. Der ist schon wieder tot. Boah, krasser Flash. Hat ihn ja richtig gehittet. Challenger plays. Hidden Challenger. Ja, ja, die pushen die Mitte, Mann. Du musst auf die Fiddlesticks Ultimate achten, das ist das Problem für uns. Pushen die weiter? Mhm. Okay. Ich hatte gerade überhaupt keine Ahnung, was abgeht. Ich habe einfach nur aufblinkende Lichter gesehen. War eigentlich in jedem Teamfight in diesem Spiel. Und I don't understand that. Ich habe nur Q gedrückt. I don't understand that. Mein Verstand ist. Beend das bitte! Beend das! Der menschliche Verstand reicht nicht aus, um das zu understanden. Töte den. Was machst denn du? Töte den doch einfach, Mann! Du sollst den Six töten! What the fuck? Wieso attackierst du die ganze Zeit den Tower? Wenn er neben dran steht. What the fuck, mate? Das verstehe ich jetzt auch nicht bei dir. I don't understand. Das verstehe ich wirklich nicht. Ob wir nochmal so einen guten Fight bekommen? Ich denn? Ob wir nochmal so einen Fight bekommen, ist die andere Frage. Hoffentlich macht der Six gleich wieder so Hotline-Action. Es lag eher hauptsächlich daran. Ich meine, der Six ist halt einer aus Halo, ne? Krass. Das verstehe ich auch nicht. Um Eterna, verstehe ich nicht. Es ist Grass, nein, es gibt halt so viel Leben. Ich glaube, der Lucian denkt auch, der würde carryen. Das Item Build von ihm. Geht man nicht eher so Crit oder Black Cleaver und sowas? Was macht denn der da? Fuck, ey, what the fuck? Was macht der für einen Schaden? Überhaupt. Da. Töte lieber den. Er ist tot. Lushi macht richtig viel Schaden. Toplane ist am 6 am Split pushen. Halt ihn auf! Töte ihn! Ach, ich hasse dieses Game. What the fuck? I'm not amused anymore. Ich glaube, der hat sich aufgegeben. Hat er sich wirklich? Weil? Ja? I don't understand that. Ich verstehe auch nicht, was der macht. You are retarded too. Eh nicht.
2 Wards in meinem Journal. Glaube ich nicht. Ah, schnell, der Riftscuttler. Der kommt da mit der Ultimate rein. Ob der blockt den. Mach den schnell weg. Ich hab jetzt mal. Oh, fuck my life. Weißt du warum? Ich musste da rausgehen. Ich hatte keine Mana mehr für Ultimate. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Ah, die haben keinen Drake. War doch allen. Der Felicis hat aber keine Ultimate mehr. Ready? Bist du? Warte. Der. Als ob da jetzt die Scheiße, dieser Rabe da von Felicis in unserer Base war. Jetzt hab ich keinen Homeguard mehr. Oh, verdammt. Lauf. Ja, man ist 6 dort. Ja, ganz knapp. Aber trotzdem bin ich nicht wirklich begeistert von diesem Spiel. Geht aber zwar so lange, mein Gehirn ist glaube ich gleich im Arsch. Und tot. Das kann man nicht beenden, oder? Gott, ich will nicht mehr. Das Game macht mich fertig. Aufgegangen. Mach Baron, mach Baron, mach Baron, mach Baron, mach Baron. Kein Smite. Ja, ist egal. Sie haben keinen Fehlstick für 8 Sekunden. Vergiss es. Ey, schon wieder das Gleiche. I don't know. Also, I don't accept that. I don't understand that. Muss ich, glaube ich, nochmal die Thesen vorlesen. Das musst du zum Meme machen. Das ist der neue Meme. Oh shit. Machen die. Machen die Burn, oder? Können die gar nicht. Das ist immer das gleiche Spiel, von vorne. Immer das gleiche, ich bin push mit top.
Kannst du mir bitte erklären, warum man nicht auf Calls hört? Also überhaupt nicht. Keine Ohren hat. Keine Augen. Keine Hände. No hands. Alles no hands. So. Entehen. Der Fiddlesticks ist das größte Problem. Ja, eventuell auch noch der Lucian. Wir haben gerade keinen Urgott hier. Ja, jetzt kommt er. Whatever, das Game ist verloren. Warum hat er nicht schon früher tippt? Ihr hört nicht auf Calls. Selbst schuld. Das sind echt Low-Elo-Spieler, merkt man direkt. Unlucky game. Naja, go next.